ich brauche eure Hilfe bei einer Aktion, jetzt wirklich ohne Scheiß. Ihr müsst so viele Kippen für mich sammeln wie möglich. Also zeigt mal als Mission Erde Community bitte, weil ich habe RTL und Vox gesagt, Freunde, wenn ich diesen Aufruf mache, ihr kriegt eine Tonne Kippen zugeschickt. Die haben mir nicht geglaubt, also jetzt zeigt bitte als Mission Erde Community, dass wir das schaffen können. Wir brauchen so viele aufgesammelte Kippen wie möglich. Und das Schöne an der Nummer ist, nicht nur, dass wir dann die Flüsse, Straßen, Seen und Wälder davon bereinigen, sondern dass wir damit am Ende auch noch ein richtig cooles Experiment machen. Also Freunde, eure Hilfe, Mission Erde, Adresse blenden wir gleich ein. Sammelt, was das Zeug hält und seht zu, dass der Kram bis nächste Woche bei RTL ist. Also, Mission Erde, Team, let's go. Ich habe jetzt in meinem Fall keine Handschuhe an. Scheiß drauf. Ja, fangen wir doch einfach mal an. So, jetzt der große Moment. Ich habe ja immer nur in den Instagram-Stories gesehen, wie viel ihr zu Hause gesammelt habt oder wenn ihr unterwegs wart. Absoluter Hammer. Hier sind meine letzten vom letzten Hundegassi-Spaziergang. Ich bin ultra gespannt auf die Menge und ich bin so gespannt, was wir als Community erreicht haben. Ich kann mir nichts vorstellen. Ich wette mindestens 100.000 Kippen. Minimum. Eher mehr. Ich glaube, wir haben den Kombi locker geschafft. So, lass reingehen da. Also hier riecht es auf jeden Fall schon nach Aschenbecher, nach Party. Alter Schwede. Ich hab euch das gesagt. Ich hab euch das gesagt. Ach du Scheiße. Warte mal ganz kurz. 244.500 Kippen. 244.700. Wollt ihr mich veräppeln? Und wisst ihr, was das Geilste daran ist? Das ist alles aus der Natur raus. Ach du Scheiße. Komm, wir machen hier, darf ich meine dazu machen? Sieht jetzt ein bisschen mickrig aus im Vergleich zu allen anderen. Aber Leute, das waren ja viele. Alter Schwede. Oh, ihr Arm. Die arme Poststelle. Die armen RedakteurInnen, die das auszählen mussten und hier hinlegen mussten. Boah, ist das geil. Ich liebe es. Was eine Mission Erde Community innerhalb kürzester Zeit nach einem kurzen Aufruf leisten kann. Richtig, richtig geil. Und der Scheiß liegt jetzt nicht mehr auf der Straße, in der Natur, vergiftet niemanden mehr. Super geil. Aber alter Schwede, ist es viel. 244.500. Also ich habe euch gewarnt. Ich habe gesagt, ich habe eine krasse Community, die das wirklich ernst nimmt, den Umweltschutz. Und ich bin trotzdem überrascht, wie viel das ist. Also ich hätte jetzt mal geschätzt, außer Hose raus, zack, 100.000, das wird es auf jeden Fall. Jetzt ist es über das Doppelte geworden. Also ich habe auf jeden Fall noch nie so, ich glaube, noch niemand hat so einen Berg Kippen jemals gesehen, oder? Ne, hat keiner, ne? Alle schütteln die Köpfe. Also so einen Berg, das hast du ja nicht mal nach der krassesten Party. Jetzt müsste man mal ausrechnen als Raucher, ich habe ja auch mal geraucht, 15 Jahre, wie viele Kippen ich geraucht habe in meinem Leben. Das kann man ausrechnen mit einer App, ne? Dann könnte man mal wissen, ob man so viele Zigaretten in seinem Leben geraucht hat. Alter Schwede. Eine so eine Kippe verseucht um die 40 Liter Wasser. Was das für eine Menge Wasser ist, die hier durch diese Kippen verseucht worden wäre. Und das ist ja das Tolle daran, die werden niemanden mehr verseuchen. Und das ist cool. Das ist auf jeden Fall ein richtig schönes Gefühl, muss ich sagen. Alter Schwede, sind das viele. Und stinkt das? Alter Schwede, stinkt das. Macht mich aber auch stolz. Macht mich ultra stolz. Erstens, dass diese Aktion so gut gelaufen ist, dass die Community sich so angestrengt hat, dass alle Spaß hatten, dass die Leute sich gegenseitig inspiriert haben, indem sie das geteilt haben, die Aktion immer größer geworden ist. Und jetzt stellte man sich mal vor, jetzt würden das im Fernsehen noch richtig viele Leute gucken und das dann auch machen. Die müssen es ja gar nicht an RTL schicken. Aber die können es ja fachgerecht entsorgen. Und das nimmt dann richtig Fahrt auf. Und das finde ich cool. Das zaubert einem mal in so einem frühen Morgen ein Lächeln ins Gesicht, finde ich. Ja.
So, jetzt muss man sich mal vorstellen, wie viel Liter Wasser dieser ganze Kippenhaufen eigentlich versaut oder richtig verunreinigt. Ne? Das ist ja unvorstellbar. Genau deswegen haben wir uns was überlegt. So. Die Lebensmittelfarbe, da haben wir jetzt hier reingemacht und da geht die jetzt über das System da rein. Dann machen wir den Hahn auf und dann geht es ab ins Schwimmbecken. Da kann im Prinzip nichts schief gehen. Na dann gucken wir uns das Ganze mal an. Das wird lustig. So, jetzt machen wir noch ein schönes kleines Experiment. Ich habe mir auf jeden Fall schon mal die Nase gefärbt und die Hände. Das hat schon mal geklappt. Ach, Leute, alles für die Wissenschaft, alles für die Wissenschaft. Flying, guck mal, nur durch den Staub, den ich eingeatmet habe, habe ich mir schön die Nase gelb gefärbt und jetzt den Bart grün. Spitze! Das Gute ist, das Interview, was ich geben muss, das kommt gleich noch. Mann, scheiße. Warte mal, und das ist der Moment, wo man realisiert, wenn wir das Becken jetzt komplett durchfärben und dass alleine schon der Staub meine Hände komplett gelb gefärbt hat, ich da jetzt reinspringe und komplett gefärbt rauskomme, das stelle ich jetzt erst fest. Scheiße! Jetzt sieht das noch geil aus, aber warte mal, jetzt, das hat mir keiner. Wieso hast du mir das vorher nicht gesagt eigentlich, Michelle? Weiß ich nicht, da habe ich wohl nicht dran gedacht vorher. Okay, Freunde, es geht los. Jetzt geht's los. Jetzt fährt mal die Bude. Einmal ordentlich durch und dann mich. Ein Glück habe ich einen schwarzen Tauchanzug. Da kann nichts passieren. Oder? Oder? Warte mal! Warte mal, ihr schuldet mir jetzt schon ein Outfit und gleich noch einen Tauchanzug? Ein Glück habe ich heute nicht meinen weißen Tauchanzug eingepackt. Den richtigen gegriffen. So, Freunde, ihr dürft starten. Einspeisung bitte beginnen. Ist klar. Gut. Also es plätschert schon, das heißt, Wasser kommt. Da kommt's! Alter! Boah, krass! Schnell! Adnan, das sieht so geil aus! Ach du Scheiße! Boah! Mann! Alter! Boah, sieht das geil aus! Ach du Scheiße! Holy Scheiße! Holy Scheiße! Unfassbar! Boah, sieht das cool aus. Das ist ja der Hammer. Alter, wie geil sieht das von da oben aus, bitte? Ja, oder was? Also, jetzt, ich glaube, so gut wurde noch nie irgendetwas visuell sichtbar gemacht. Das ist das Wasser, was die Kippen versauen. Guckt euch das an. Wir stehen hier vor 2,5 Millionen Liter Wasser. Und das wird gerade durch die Kippen versaut, die ihr gesammelt habt, liebe Community. Alter Schwede. What the fuck? Alter Schwede. Leute, zieht euch das rein. Das geht doch nie wieder weg. Und das Schöne ist, da springe ich jetzt gleich rein. Ach du Scheiße. Wir müssen uns das jetzt einmal von oben angucken. Alter Schwede, ihr könnt euch das nicht vorstellen, was wir hier gemacht haben. Also eine Kippe versaut ungefähr 40 Liter Wasser. Ihr habt 244.500 gesammelt. Das versaut grob 10 Millionen Liter Wasser. Das Becken, wo ich gleich reingucken werde, das sind so 2,5 Millionen Liter Wasser. Das heißt, das ganze Ding könnten wir viermal mit den Kippen versauen. Machen wir natürlich nicht. Und deswegen haben wir da schön Lebensmittelfarbe reingeballert. Stellvertretend für die Kippen. Alter Schwede. Wollt ihr mich verarschen? Wie krass ist das bitte? Mach ich mich mal fertig, ne? Und dann hüpfen wir da mal rein in die Schose. Ah, Alter. Mich kurz in meinen Lieblingsanzug geworfen. Ihr wisst, ich trage nicht gerne richtigen Anzug, sondern eher Tauchanzug. Und jetzt springen wir rein in die Geschichte. Adnan, Drohne, los geht's oder was? Dann gucken wir uns die Schose von oben an. Machen wir, oder? Ach, geil. Das wird gut. Das wird gut. So, Freunde, jetzt hat sich die Scheiße schön verteilt. Das sieht jetzt ultra giftig aus. Und jetzt gehe ich gleich mal auf den 10er. Sieht gar nicht so hoch aus, aber es sind immerhin 10 Meter. Und dann muss ich da runterspringen. Ich habe das lange nicht gemacht, Michelle. Rückwärtssalto, Körper mit Anlauf. Hauptsache ins Wasser. Okay, alles klar. Dann mache ich erstmal einen mit Anlauf. Das wird. Und dann tasten wir uns an den Rückwärtssalto. Okay. Ich glaube, wir haben nur ein Bild. Wir haben nur ein Bild. Okay. Danach bist du gelb. So, Freunde, 10er. 10er rückwärts habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht. Und das Gemeine ist, man sieht jetzt den Boden nicht mehr. Das ist jetzt, man guckt jetzt 16 Meter in die Tiefe. Warte mal, 17,
18 Meter in die Tiefe. Sportlich, sag ich mal. So, Freunde, da habe ich mir schön selbst den Arsch versohlt beim Rückwärtssalto vom 10er. Es gibt bestimmt einen ordentlichen blauen Fleck, aber ich habe es auch schon lange nicht mehr gemacht. Aber geil war das. Das ist immer wieder eine kleine Überwindung. Aber nochmal zusammengefasst, kurzer Aufruf an die Mission Erde Community. Leute, ich brauche eure Hilfe. Ihr müsst mir Kippen sammeln helfen. Tut was Gutes für die Umwelt, für ein kleines Experiment, für meinen Wasserfilm bei Vox. Und zack, gehen tausende Leute Kippen sammeln. Es war so schön, euch dabei zuzusehen. Das war so geil. Das hat mir so einen Spaß gemacht und es hat mich auch tatsächlich zu Tränen gerührt. Hier und da dachte ich, Alter, wie geil seid ihr denn eigentlich? Obwohl ich das ja schon wusste. So, jetzt wissen es auch die Sender RTL und Vox, dass wir gemeinsam super viel erreichen können und das stimmt mich so glücklich. Und dass mir auch ganz viele von euch geschrieben haben, hey, wir haben gar keine Kippen geschickt, aber wir machen das jetzt trotzdem weiter und ab jetzt haben wir einen guten Blick drauf. Raucher haben mir geschrieben und gesagt, ha, krass, habe ich gar nicht drüber nachgedacht, ab jetzt Ehrenwort. So, Freunde, wir konnten jetzt dieses geile Experiment hier machen. Also das war der Hammer. Das war schon echt cool. Und ich muss einfach sagen, es stimmt mich glücklich, was ich für eine geile Community habe. Wie toll ihr seid, wie super ihr mitarbeitet und wie sehr ihr auch um den Planeten kämpft, der nicht nur mir, sondern uns allen ja super wichtig ist. Freunde, das habt ihr schön gemacht. Mein großer Dank geht raus an euch. Ihr seid alles Ehrenfrauen und Ehrenmänner jeglichster Art. Ich liebe euch, das war geil. Und so machen wir ab jetzt weiter. Schönes Ding. Mein Arsch tut mir weh. Get the fuck out of here. Max und Johannes wünschen sich, dass man jetzt immer noch sagt, Achtung, Kanal abonnieren nicht vergessen. Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Der zwirbelt. Ist das geil. Und wenn ihr Bock auf eine Mitgliedschaft, haut rein da, damit der Lehmann am Ende mit euch zusammen noch die Welt rettet. Das könnte passieren. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist hoch. So, Leute, nicht so viel YouTube gucken, rausgehen, Welt retten. Bis zum nächsten Mal, euer Robert Marc Lehmann. Ciao.